Clarence Gilliard Jr. spielte in einigen der größten Actionfilme der 80er Jahre mit, bevor er sich von der Schauspielerei verabschiedete und ein beliebter Professor wurde. Nach seinem tragischen Tod werfen wir einen Blick zurück auf sein bemerkenswertes Leben und seine Karriere. You know what? I don't even go by Junior anymore. I'm 63 years old. Good heavens. Der Stirb-Langsam-Schauspieler, Autor und Universitätsprofessor Clarence Gilliard ist am 28. November 2022 im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer nicht näher bezeichneten Krankheit verstorben. Gilliard, der am 24. Dezember 1955 als Sohn des US-Luftwaffenoffiziers Clarence Gilliard Sr. in eine Militärfamilie hineingeboren wurde, besuchte zunächst selbst ein Jahr lang die United States Air Force Academy, bevor er bei seiner wahren Leidenschaft landete. Mit Rollen nicht nur in Stirb langsam, sondern auch in Top Gun und Walker, Texas Ranger feierte er Erfolge. 2005 zog sich Gilliard jedoch von der Schauspielerei halb zurück, um am College of Fine Arts der University of Nevada, Las Vegas zu unterrichten. Die Dekanin der UNLV, Nancy Usher, sagt in einer Erklärung: "Mit tiefer Trauer teile ich diese Nachricht mit. Seine Studenten waren von ihm zutiefst inspiriert, ebenso wie alle, die ihn kannten. Er hatte viele außergewöhnliche Talente und war in der Universität durch sein Engagement in der Lehre und seine beruflichen Leistungen sehr bekannt." Gilliard hatte 37 Schauspielrollen und konnte 2 Preise gewinnen. Zu seinen bekanntesten Rollen gehörten der überdrehte Computerhacker Theo in Stirb langsam, Lieutenant Junior Grade Marcus Sundown Williams in Top Gun und der Privatdetektiv Conrad McMasters in Matlock. I was also Santa Claus's elf at a Sears. In einem Interview mit GetTV bezeichnete Gilliard den Matlock-Darsteller Andy Griffith als einen seiner Mentoren, der ihm beigebracht hat, wie man auf dem Bildschirm witzig ist. Gilliard erzählte dem Sender: "Er hat mir zwischen den Aufnahmen gesagt, was der Blickwinkel ist, wo der Witz liegt und was das entscheidende Wort ist. Nun, wissen Sie, weil ich mich unwohl fühlte. Es war Andy Griffith. Ich bin mit Andy Griffith aufgewachsen." Nach Matlock bekam Gilliard eine seiner bekanntesten Rollen. Er spielte den Ranger James Trevette in Walker, Texas Ranger. Auf die Frage, warum Walker, Texas Ranger auch heute noch beliebt ist, antwortete Gilliard gegenüber GetTV: "Die Menschen leben viel länger und das Fernsehen zu Hause kann immer noch ein Familienereignis sein. Es ist ein Familienzeitvertreib. Und Walker war, auch wenn es sich in ein High-Action-Genre bewegte, immer noch eine Familienserie. Und im Grunde genommen waren wir in der Serie eine Familie und die Leute haben uns in ihre Häuser gelassen." And here you are. Here I am. Wearing a silver star. Gilliard unterrichtete Film, spielte Piloten, Priester, Cowboys und computerbewanderte Diebe und war ein vielseitiger, kenntnisreicher und mitfühlender Mensch. In seinem Privatleben war Clarence Gilliard Jr. ein gläubiger Katholik. Er erzählte der Catholic News Agency 2016 die Geschichte seiner Konversion. 1995 erreichte Gilliard den Tiefpunkt seines Lebens, als er einen harten Partylebensstil führte. Dann begegnete er einem Mann, der ihn zur Messe einlud. Für Gilliard war das eine lebensverändernde Erfahrung. Gilliards Glaube führte dazu, dass er in den ersten beiden Left Behind-Filmen Left Behind und Left Behind 2 Tribulation Force als Pastor Bruce Barnes auftrat. Nach Walker, Texas Ranger legte Gilliard 2006 eine Pause von der Schauspielerei ein, um als außerordentlicher Professor für Film und Theater an der Universität von Las Vegas, Nevada zu arbeiten. Gilliard erzählte dem Las Vegas Review Journal im Jahr 2010: "Mein Manager-Agent ist nicht glücklich darüber, dass ich nicht arbeite, aber die Universität macht einfach zu viel Spaß. Und sobald man ein Semester beginnt und die Studenten kennenlernt, ist es wie eine Fernsehserie. Man ist mit ihnen verwachsen. Wie kann man sie verlassen, wenn man in ihren Augen sieht, dass sie auf einen angewiesen sind?"